Tantra bedeutet nicht zügellose Freizügigkeit, wie die Amerikaner es dargestellt haben. Tantra ist eine Technologie. Es gibt viele Dinge, wenn ich über die Dinge rede, die um mich herum geschehen, wirken sie zu märchenhaft. Plötzlich denkt ihr, das Leben ist ein Spiel. Es ist kein Kampf mehr. Namaste. Könntest du über Mentalismus sprechen? Was ist Mentalismus? Mentalismus wie? Oh, Mentalist, ja. Dieser Film, so wie das. Mentalismus, ja. Okay. Lass dich nicht von dem Hollywood-Film beirren. Vieles ist dort übertrieben, aber kann der menschliche Geist Dinge tun? Außerhalb. Selbstverständlich. Selbstverständlich kann er das. Wenn ich heute dieses Wort ausspreche, bin ich sicher, dass es eine ganze Menge Missverständnisse gibt, denn das kommt von anderswo. Das ist es, was Tantra bedeutet. Tantra bedeutet nicht zügellose Freizügigkeit, wie die Amerikaner es dargestellt haben. Tantra ist eine Technologie. Technologie bedeutet, in jenen Zeiten, in denen wir keine externen Instrumente der Technologie hatten, verstehen wir, dass der höchste Grad an Technologie hier ist und diese auszuüben auf viele verschiedene Arten. Wenn wir außerhalb der Tür etwas sehen wollen, brauchen wir ein Periskop. Nun hat jemand einen Weg gefunden, darüber hinauszuschauen, ohne Periskop, indem er seinen Geist über den Bereich des Körpers hinaus benutzt. Im Moment funktioniert der Geist im Bereich deines Körpers. Du willst ihn dort benutzen. Es ist möglich, das zu tun. Es ist nicht möglich. Es ist nur, dass alle Arten von wilden und absurden Dingen geglaubt werden. Wenn man diese Dinge zurechtstutzt, auf viele Arten, bewusst oder unbewusst, nutzen dies viele von euch. Ihr erschafft das, was ihr in der Welt wollt, wenn ihr es wirklich wollt. In gewisser Weise ist es einfach euer Fokus, der diese Dinge geschehen lässt. Vielleicht ist es nicht so greifbar wie im Kino, aber jeder von euch bis zu einem gewissen Grad tut ihr es, oder nicht? Wie effizient ihr das macht, hängt davon ab. Es gibt viele Dinge, wenn ich über die Dinge rede, die um mich herum geschehen, wirken sie zu märchenhaft. Ich würde so einen Unsinn nicht glauben, wenn ihn mir jemand erzählen würde. Also ich werde es euch nicht sagen, weil ich nicht möchte, dass ihr diese Dinge glaubt oder nicht glaubt. Aber jeden Tag beobachten Menschen um mich herum Dinge, von denen sie glauben, dass es Wunder sind. Aber es gibt da kein Wunder. Leben ist ein großes Wunder. Seid ihr ein Teil davon oder seid ihr außen vor? Das ist die große Frage. Ist das nicht ein großes Wunder, dass dieser Kerl eine Nudel ist und so wird? Ist es kein Wunder, frage ich? It is a miracle, isn't it? Es ist ein Wunder, oder nicht? Die Frage ist, seid ihr bewusst darin oder seid ihr außen vor? Das ist eine große Frage. Wenn ihr darin seid, seid ihr, seht, wenn ihr irgendeinen Gedanken benutzt. Das ist, nun, er hat am Anfang gefragt, wie wir das machen. Nehmt an, ihr erzeugt einen Gedanken. Ist euch das aufgefallen? Nehmt an, ihr erzeugt einen Gedanken und dann bringt ihr eure Emotionen in diesen Gedanken ein. Plötzlich macht dieser Gedanke Boom. Ja oder nein? Jetzt erzeuge ich einen Gedanken. Oh, sie ist so eine wundervolle Person. Aber nun bringe ich meine Emotionen in diesen Gedanken ein und plötzlich bist du nicht nur eine weitere Person für mich, du bist etwas anderes für mich. Ist es Realität oder nicht? Nur weil ihr eure Emotionen in eure Gedanken eingebracht habt. Jetzt gibt es eine weitere Sache. Wenn ihr eure Lebensenergien hineinbringt, bewusst, wird es plötzlich nochmal zu etwas völlig anderem werden. Plötzlich denkt ihr, das Leben ist ein Spiel. Es ist kein Kampf mehr. Denn Wunder geschehen ständig. Ihr pflanzt einen kleinen Samen, er wird zu einem Baum. Er isst eine Nudel, er wird zu einem Mann. Ich sage, das passiert so. Es passiert ständig. Schau einfach, du packst Dreck zur Wurzel, schau einfach, sie wird zu Duft. Sind das nicht Wunder über Wunder überall? Die Frage ist nur, seid ihr bewusst ein Teil dieser wunderbaren Schöpfung? Oder steckt ihr in eurer eigenen Logik und außerhalb dieses Wunders fest? Das ist der große Unterschied.